Hallo ihr Lieben, heute wollen wir uns mit dem Thema Veränderungen beschäftigen. Also gerade jetzt im Frühling ist das ja an jeder Ecke ein Thema. Das sieht man, dass alles blüht auf und alles verändert sich gerade zum Positiven, wächst wieder. Aber auch im Coaching ist es häufig so, dass dieses Thema ein Thema ist, auf jeden Fall. Und ich möchte gerne heute mit euch darüber sprechen, wie man damit umgehen kann, dass es konstruktiv ist, dass es einem wirklich etwas bringt und nicht einfach einen nur in Angst und Schrecken versetzt. Veränderungen im Leben kommen bei jedem immer wieder vor und viele Menschen sind einfach ängstlich in solchen Situationen und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und ich kann mich sehr gut an eigene Veränderungen erinnern. Ich war selber lange Zeit am Theater und es war sehr schön für mich. Also viele Dinge waren schön, viele Dinge auch nicht so. Und ich habe irgendwann den Entschluss gefasst, dass ich dort nicht mehr sein möchte. Und das war Mitte der 90er Jahre und das ist ungewöhnlich für einen Schauspieler. Die meisten Schauspieler sind unheimlich froh, wenn sie eine feste Stelle haben. Und ich wusste aber irgendwann so, dass es für mich Zeit ist, Abschied zu nehmen, weil das nicht mehr richtig sich anfühlte. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich mache da nur noch Routineaufgaben oder ich bin unzufrieden, bin unglücklich dort und hatte für meinen Sohn zu wenig Zeit. Und ja, das Geld ist auch nicht gut, was man dort verdient, selbst wenn man fest angestellt ist bei einem Stadttheater. Die Leute vertun sich da immer. Ja, und das waren alles so Faktoren, die mir damals den Entschluss ermöglicht haben, zu sagen, ich gehe weg. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch große Furcht gehabt. Also das ist etwas sehr Normales. Ich habe wohl damals immerhin die Chance für mich gesehen, als Sprecherin durchzustarten. Das ist auch anschließend geschehen. Das heißt, ich habe sehr viel als Werbesprecherin gearbeitet und habe auch erste Aufgaben damals übernommen als Coach und Trainerin und Theaterprozesse in Unternehmen eingesetzt, in Veränderungssituationen vornehmlich. Aber ich weiß noch, dass dieser Abschied vom Theater einer war, der für mich innerlich sehr lange gedauert hat. Also äußerlich ist das ein klar ein begrenzter Prozess. Also ich habe im Oktober gekündigt und im Sommer bin ich weggegangen. Das heißt, ein Dreivierteljahr weiß man, man geht jetzt in den Abschied. Aber innerlich war das ein sehr langer Prozess. Also zu wissen, ich bin keine Schauspielerin mehr, das hat mir sehr weh getan. Also es gab auch viele Tränen, muss ich gestehen. Und ja, wenn man in einer Veränderung ist, dann ist es oft so, dass man aus etwas heraustritt, aus einer, ja, wie aus einer Box, wo man die ganze Zeit das Gefühl hatte, irgendwie man kommt nicht mehr weiter. Und dann tritt man raus in so eine Art Freiraum. Und das kann eine ganz große Chance sein. Also im Coaching sprechen wir von dem Raum von Möglichkeiten. Aber manche Menschen empfinden das eben auch als erschreckend, weil es plötzlich sich auch anfühlen kann wie ein ganz großes Nichts. Wenn ich jetzt so im Nachhinein drauf gucke, dann war diese Entscheidung damals vom Theater wegzugehen und diesen Schauspielerberuf an den Nagel zu hängen, aus heutiger Sicht war das eine der besten Entscheidungen meines Lebens überhaupt, also beruflich gesehen auf jeden Fall. Und das hätte ich aber damals nicht geglaubt oder nicht ahnen können. Also man kann ja so nicht in die Zukunft sehen, man kann ja immer nur etwas vermuten. Und es gibt auch diese schöne Aussage von Søren Kierkegaard: Man kann das Leben immer nur rückwärts verstehen, aber man muss es vorher leben. Und genau so ist es mir damals auch gegangen und so ist es eben mit den Veränderungssituationen. Also verstehen tun wir es erst im Nachhinein und in dem Moment, wo man diese Schritte tut, fühlt es sich oft sehr, sehr verunsichernd an. Was du brauchst, ist Vertrauen in dich selbst, in dein eigenes Bauchgefühl in dem Moment. Du brauchst Mut. Das musst du dir auch klar machen, dass es ein mutiger Schritt ist, wenn du in eine Veränderung bewusst reingehst. Du brauchst auch eine Klarheit, da durchzugehen oder den Willen, dran zu bleiben an etwas, selbst dann, wenn du den Eindruck hast, alles löst sich auf oder die Dinge entwickeln sich nicht so, wie du dir das vorher gedacht hast oder so. Es ist sowohl auf der einen Seite eine Flexibilität erforderlich, nämlich sich auf Dinge neu einzulassen, auf neue Situationen einzulassen oder eben auch Chancen zu erkennen. Aber auf der anderen Seite ist es auch notwendig, dass man nicht das aus dem Blick verliert, was man eigentlich vorhatte. Also wenn du jetzt eine Veränderung anstrebst und du hast ein neues Ziel, dass du das nicht ganz aus den Augen verlierst, aber trotzdem Chancen auch sehen kannst. Also es ist eine Zeit, die voller Herausforderungen ist, das auf jeden Fall.
Und wo man sehr viel Vertrauen auch in sich selbst und in die eigene Qualität und in die eigene Fähigkeit braucht. Und eben Mut, das neu zu gestalten. Und ja, vielleicht nicht nur auf den Verstand hören, sondern auch mal aufs Bauchgefühl. Das ist was sehr, sehr Wichtiges. Also Wege entstehen eben auch oft im Gehen. Man muss einfach loslegen dann auch. Ich möchte dich auf jeden Fall ermutigen mit diesem Video, dass du die Veränderungen in deinem Leben nicht nur einfach annimmst, sondern dass du sie bewusst gestaltest und dass du selbst dann, wenn du das Gefühl hast, du hängst in einem luftleeren Raum, dass du das versuchst als Chance zu sehen, also als Raum der Möglichkeiten und nicht als luftleeren Raum, wo du nichts mehr weißt und dass du nicht in der Angst stecken bleibst, sondern dass du versuchst einfach zu sehen, okay, hier ist jetzt gerade nichts, aber das ist auch ein leeres Gefäß, was du neu füllen kannst. Und diese Sichtweise möchte ich dir gerne mitgeben und ich hoffe, ich konnte dich damit ein klein wenig inspirieren mit diesem Video und dass du einfach die Veränderungen annimmst, die im Moment um dich herum sind und die dir selbst auch jede Menge Chance geben. Wo kannst du Veränderungen in deinem Leben ganz bewusst gestalten? Danke, dass du dieses Video bis zu Ende angeschaut hast und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Deine Julia.